So ist das leider. Eine riesige rote Kamotte auf zwei Bulks aufgeteilt, ganz im Graben, keine Chance für einen Schuss. Und lief durch die hohen Brombeeren und dann hier ohne Kugelfang, genau am Hang entlang weg. Schade, aber das ist halt so. Sehr verlockende Situation, aber leider ohne Kugelfang gibt es einfach keinen Schuss. Schauen wir, was noch kommt. Überläuferkeiler geschossen. Da war leider die Kamera ein bisschen zu langsam, weil er ist raufgekommen und hat sofort schießen müssen, sonst wäre der uns direkt in den Stand gelaufen, der liegt da vorne. Und jetzt hören wir auf einmal Sound. Von hinten kommt eine Bache mit drei Frischlingen im Gegenhang. Beim Stehen, ich schieße den ersten Frischling, sie rennen weiter. Ich sehe ja hier über die Bomben gerade noch drüber. Ich schieße den zweiten Frischling, der rolliert, liegt auf dem Weg oben. Und unten, im Gegenhang dann rüber, das sind 120 Meter die Bache vorne, der letzte Frischling hinten nach, hab den auch noch einen super Schuss anbringen können. Ja, es hat sich dann einmal im Kreis gedreht und ist dann runterrolliert im Hang und liegt da unten. Bache mit drei Frischlingen gekommen, alle drei Frischlinge super erlegt. Unfassbar, unfassbar, das war jetzt so richtig spannend. Das Gewehr hat sich wieder ausgezahlt. Das ist einfach so ein Traum, mit diesem Gewehr auf der Drückjagd zu schießen, das funktioniert perfekt. So, jetzt konzentrieren wir uns noch. Halbe Stunde geht der Trieb noch, vielleicht kommt noch was, aber das ist schon, mehr geht gar nicht eigentlich. Warten wir uns ein. So, wir haben gerade die Nachricht bekommen, der Trieb ist vorbei. Wir haben vier Sauen liegen, einen Überläuferkeiler, ein Frischling da oben, der zweite gerade über die Kuppe geschossen, der liegt am Weg und der dritte liegt unten im Graben. Wir werden uns jetzt unsere vier Sauen anschauen. Aber es wird jetzt immer wärmer und wer schießen kann, der kann auch bergen. Jetzt werde ich mir eine Lage ausziehen, weil ich glaube, jetzt wird es ein bisschen anstrengender als nur stehen. Vorher entladen wir natürlich die Waffe. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich lasse die Patronen aber im Magazin unterladen. Weil wenn jemand zu sauen geht, ist es immer besser, mal zumindest unterladen haben. Aber ich denke, die liegen alle vier. Das erste Stück im heutigen Trieb, der kam nach der Rotte und es ging sich hier Gott sei Dank im Kugelfang von unserem Stand genau aus. Die Rotte war 10 Meter weiter unten und deshalb hatte ich sie schon nicht mehr beschießen können. Ein guter Schuss, genau am Blatt. Ich hoffe, meine Zähne. Ja, es ist noch ein Überläuferkeiler. Im Mai wäre der 2 Jahre alt. Ein guter Schuss, super Stück. Dreh kurz um. Wir werden einen Ausschuss haben. Ja, Ausschuss auch, passt ideal. Ja, und jetzt bergen wir unsere drei Frischlinge. Da liegt einer eben auch am Hang, einer am Weg und einer unten. Und zu denen schauen wir jetzt. Aber den Keiler, ich glaube, Nadine, musst du auch hinter der Kamera arbeiten, jetzt, dass wir den wenigstens zumindest ein bisschen runter am Weg bekommen. So, weiter geht's.
habe jetzt die Kamera wieder Nadine gegeben. Das ist der zweite Frischling. Hat einen super Blattschuss. Und geschossen habe ich ihn nur nach oben am Hang. Und er fiel da runter. Man sieht es aber leider auf der Kamera nicht, weil eben die Brombeeren genau dazwischen waren. Ich habe beim Schuss nur gesehen, dass er rolliert. Aber liegen habe ich ihn auch nicht gesehen. Gut, das ist der zweite. Jetzt holen wir den ersten da oben rein. So, das ist der erste Frischling. Der erste von den drei. Relativ hell in der Schwarte. Ich schätze 25 Kilo. Der Schuss ist auch gut, genau am Haupt. Und jetzt sind wir jetzt auch runter auf den Weg, wo der zweite liegt und den dritten. Schauen wir, wie wir den jetzt holen vom Gegenhang. Sehr gut. Ich bin jetzt unten im Graben. Dort oben bei den zwei hohen Bäumen war unser Stand. Und die Sauen sind eben da runter und dann habe ich den Frischling drin geschossen und jetzt wissen wir, wie steil sie wirklich ist. Drum war die Rotte auch so schnell wieder weg in den Brombeeren. Und ja, jetzt geht es darauf, ein bisschen bergsteigen, den dritten Frischling holen. Da liegt er. So. Die Autos kommen schon. Da liegt der dritte Frischling. Ein super Blattschuss auch. Sogar oben im Hang geschossen. So, ich glaube, die anstrengendste Bergung meines Lebens nach einer Drückjagd, nach einem Trieb, liegt hinter uns. Vielen Dank an Nadine, die hinter der Kamera steht. Ohne sie hätte das überhaupt nicht funktioniert. Weder das Filmen noch das Bergen jetzt, besonders beim Keiler. Alleine ist man dann fast chancenlos. Die Treiber kommen jetzt dann erst, holen die Sauen ab und holen uns ab. Ja, ein wunderbarer erster Trieb der heutigen Drückjagd, die erste Drückjagd jetzt im Januar, im neuen Jahr. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Wir haben im zweiten Trieb einen Drückjagdbock, mal sehen, was da dann noch los ist. Ansonsten würde ich jetzt den Tag einmal abschließen. Sollte im zweiten Trieb noch was passieren, dann werdet ihr das jetzt im Film auf jeden Fall noch sehen. Aber ansonsten, Weidmanns Dank, ein super Tag, ein Keiler, drei Frischlinge. Ich bin glücklich. Hast du's? Ja. Hast du's? Ja. So, es ist 16 Uhr, wir haben gerade die Nachricht bekommen, der zweite Trieb ist vorbei. Wir haben eine Sau gesehen, eine Sau beschossen, ich denke auch erlegt. Wir werden jetzt zum Anschuss gehen, schauen, ob wir Schweiß finden und dann hoffentlich unseren Frischling bergen.
diese Lücke geschossen. Schauen wir kurz auf Schweif. Super. Lungenschweiß. Schweiß geht noch weiter. Da ist ganz viel Schweiß da vorne überhaupt. Ich glaube, die sollten wir haben. Okay, die Sau ist da jetzt voll in die Dickung rein. Ich werde die Waffe entladen, aber mit dem Schweiß brauche ich auf keinen Fall die Waffe. Die lasse ich jetzt da. So, wir haben jetzt unsere Sau geborgen. Ein wirklich strammer Frischling. Der Schuss perfekt, genau hinter dem Blatt, ein richtiger Küchenschuss. Da ist überhaupt nichts kaputt. Ich habe auch beim Schuss gemerkt, dass ich eigentlich relativ gut oben war, dass der Frischling einen sauberen Schuss hat. Er hat auch gezeichnet und ist dann in die Dickung rein. Lag 25 Meter drinnen und ja, wie bereits erwähnt, da ist es einfach nicht notwendig, noch einen zweiten Schuss auf die Sau abzugeben, wenn man eh sieht, dass der Schuss gut ist. Es kann nicht jede Sau rollieren, aber ich bin sehr zufrieden. Eine Sau gekommen, eine Sau sauber erlegt. Wunderbarer Trickjagd, da geht zu Ende. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Nadine fürs Filmen. 5 Sauen an einem Tag. Ich glaube, schöner kann eine Trickjagd nicht ablaufen.